Hallo Leute, ja, wir fangen heute eine neue Staffel an, weil die alte Staffel war halt so, dass wir da an einem Landesende waren, wo wir nicht weg konnten. Und das machte keinen Sinn für mich. Ich wollte da auch mal eine Expedition machen oder sowas. Gab's da nicht, ging da nicht, war ein Fehler im System. Also habe ich gedacht, fangen wir dann doch nochmal neu an. Hier seht ihr Zaneo-Auswahl, ihr schaut's Logo und dann gehen wir gucken, was wir da machen. So, wir haben hier Bruchlandung, verschollener Stamm, der reiche Entdecker oder nackte Brutalität. Benutzerdefiniert gibt es natürlich auch noch. Also das würde mich ja, nackte Brutalität würde mich ja locken, ne? Wegen der ist da nackt und der muss gucken, dass er was zu anziehen kriegen und sowas. Das wäre natürlich absolute Herausforderung, ne? Das ist ja extrem schwierig und unfair. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir nicht den, sondern den reichen Entdecker, so einen Schnösel nehmen wir da, der da runterfliegt und ja, so ein paar Sachen mit hat, aber auf sich alleine stellt es. So, hier hatten wir, glaube ich, die Cassandra letztes Mal, aber wir starten jetzt mit Phoebe. Dieses hier ist mir dann doch zu random und deswegen machen wir hier und wir müssen natürlich hier machen, weil ich sag schon aufnehme, weil da kann auch mal ein Abbruch sein, dann muss ich neu starten, dann geht das leider nicht anders. Der Hardcore-Modus ist mir dann doch zu gefährlich, dass da alles nicht klappt. So, Abenteuergeschichte hörte sich eigentlich so an. Es gibt Spielraum für Wachstum und Wohlstand, dann ist immer noch nicht ein gefährlicher Planet. Hier steht: Kämpfe ums Überleben auf einem rauen, harten Planeten. Triumph und Tragödie liegen dicht beieinander. Erfahrene Spieler, die eine schwierige Geschichte haben wollen, in der man nur ein Pro. Ich bin ja jetzt schon Profi, ne? Erfahrene Spieler, die ums Überleben kämpfen wollen. Ja, ich glaube, das ist ja, das reicht. Das machen wir mal. Gut, weiter geht's. Seed ist Sarah. Ne, dann machen wir Ass weiter, oder? Zufälliger Seed, Planetenabdeckung 30%. Niederschlag ist normal, Temperatur ist normal, Population ist normal. Hier sind ziviler Außenweltverbund, wilder Außenweltverbund, friedlicher Stamm, grimmiger Stamm, wilder Stamm, Piratenbande, Mechanoidennest und Insektengenlinie. Wo oh, brauchen wir alles, ne? Was war das hier? Planetenabdeckung? Okay, kann man auch 100% machen. Dauert das wirklich so lange? Zufälliger Seed nehmen wir nicht, wir nehmen Ass Reiter, wir generieren das. Aha, da kann man sowas machen, sehr schön. Ja, wenn das jetzt hier alles nicht so klappen sollte, dann würde ich sagen, macht ihr nächstes Mal mit und entscheidet, was wir machen, dann habt ihr noch mal eine Idee, dann werden wir das mit Fragen oder sowas machen. Ja, da ist zum Beispiel schlecht, das zu machen, ne? Wie kann ich denn die Welt? Aha, mit WASD kann ich die Welt bewegen. Wir haben alles generiert, flacher Unumzon, Unum-Ozean. Was waren das denn hier alles für welche? Ich möchte ja schon mal gerne vielleicht ein bisschen mehr am Rand sein und nicht so viele diese Totenkopfleute hier. Piratengruppe, die sind neutral, die sind feindlich, die sind neutral, die sind neutral. Dann sind die feindlich, die Grünen. Also wir müssen gelb und lila haben, die sind neutral. Hier wären zum Beispiel viele neutrale, aber ich wollte ja eigentlich mehr am Rand, ne? Eisgebiet wollte ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt gerne sowas mit Holz mehr haben wollen, ne? Das ist hier neutral, ne? Die sind neutral. Wo sind denn die lieb? Sind die blau? Ne, die sind feindlich. Gibt es denn auch freundliche? Gab es doch auch, oder? Habe ich irgendeine Farbe jetzt übersehen? Die sind auch feindlich. Freundliche gibt es gar nicht, oder was? Eigentlich 100%. Das wäre jetzt komisch generiert, ne? Feindlich. Neutral. Neutral, aber die waren feindlich, ne? Ja.
feindlich 100%. Ich wüsste gern, wo die Freundlichen sind. Wo habe ich denn Freundliche? Feindlich 80%. Wo finde ich hier eine schöne Ecke? Hier? Ne, die waren feindlich. Ne, die sind neutral. Ich glaube, wir werden hier irgendwo hingehen. Cayenne-Reservoir. Ich werde aber definitiv nicht an einem Rand eines Gewässers gehen oder hier auf so einer Insel. Da habe ich mich schon wieder verloren, ne? Also das hier, tropischer Regenwald, den will ich nicht. Das ist gemäßigter Wald. Was ist das hier? Ah, das ist der Clan, der neutrale Clan. Was ist das hier? Eine Straße? Asphaltierte Straße sogar. Die waren schon wieder böse, ne? Ja. Die haben aber gebirgiges Land, ne? Unpassierbar, okay. Bergig. Unwegsamkeit ist 4. Durchschnittstemperatur 16,9 Grad. 2 bis 32 Grad. Was ist, wenn wir hier mehr hingehen? Unwegsamkeit 4. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir irgendwo so einen Fluss erreichen können auch. Ein Fluss mit Gebirge, das wäre ja richtig cool, so wie hier, ne? Vielleicht hier. Na, das geht nicht. Aber das hier würde gehen, ne? Oder dieser hier, der gefällt mir am besten. Große Hügel, Fluss, Unwegsamkeit 2,5, Durchschnittstemperatur 13 Grad, minus 2 bis 28 Grad. Das hört sich sehr gut an. Was ist erweitert? Kartengröße, Startjahreszeit, okay. 250 mal 250 reicht, denke ich, Mittel. Autostart. Ja, das sieht gut aus. Fraktionen. Das kennen wir schon. Wer war denn hier bei Gallium? Neutral, feindlich, neutral. Gibt gar keine. Gibt nur feindliche. Freundliche gab es gar nicht. Auch sehr schön. Naja, okay. Wenn die nur da sind, dann passt das auch. Fraktion haben wir. Dann können wir weiterklicken. Charaktererstellung. Eigentlich will ich ja jetzt. Ach so, ich kann ja ein paar aussuchen. Kann einen aussuchen. Sagen wir es so. Also Kochen 4 ist ja schon mal ganz nett, ne? Nahkampf. Konstruktion, Bergbau, Kochen. Kunst, Medizin, keine. Ne, das ist schon mal schlecht. Hier ist Medizin 9. Intellekt ist 12. Was mit Kochen? 3. Das Schmidt ist auf jeden Fall besser wie Aliak. Freeman hat keine Medizin. Bishop hat Medizin 6. Kochen 9. Ey, der sieht doch gut aus, ne? Ich könnte Bishop mir vorstellen. Schon mal besser als Kunst, brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Und alles andere hat er auf jeden Fall wenigstens ein bisschen Pflanzen, könnte ein bisschen mehr haben. Bishop ist schon mal ein Favorit. Ja, hier ist schon mal Kochen 0, das geht gar nicht. Kochen 8. Was haben wir denn noch hier? Intellekt 7, Sozial 13, Medizin 5, Kunst 10. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, Kunst. Pflanzen 3, Kochen, Bergbau. Ah, ne, Bergbau 0 geht auch nicht. Hier haben wir Kochen 2. Ne, das ist auch jetzt nicht der. Kimi muss jetzt derjenige sein. Kimi ist ein Arzt. Kunst 0 wäre egal. Bergbau nix. Das heißt, Bishop. War das Bishop? Ich glaube ja, ne? Fernkampf 10, Nahkampf 4. Konstruktion, Bergbau, Kochen, Pflanzen. Pflanzen ist zwar nicht so schön, aber technisches Kind. Netzwerktechniker, okay, das ist auch gut. Viel Fraß, das ist schlecht. Verweigert Kunst, okay, das ist nicht schlimm. Besitzt leckere Mahlzeiten mal 2, okay. Tochter Lialu. Tochter Ritsukaris-Dias. Linkes Bein, Stichnarbe juckend. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir nehmen den. Bishop. Ist ausgewählt. Ach, hier unten haben wir Teamfähigkeit. Fernkampf, Nahkampf, Konstruktion, Bergbau, Kochen, Pflanzen.
weiß ich nicht, was da mit Teamfähigkeiten gemeint ist. David Bishop, Start. Sollen wir den umbenennen als Ass Reiter? Wir machen das. Jetzt haben wir einen Ass Reiter und Start. Generiert die Karte. Mal gucken, wie es da aussieht. Neurosimulationen, Holospiele und kostenlose Origin waren zwar recht unterhaltsam, aber du wolltest mehr. Der Ernst und die Gefahren des wirklichen Lebens, wie es in der Geschichtsbüchern geschrieben steht. Du wolltest dich echt in Herausforderungen stellen. Jetzt nach einem Jahrhundert im Kryptoschlaf landest du auf diesem unbekannten Randwelt. Echte Herausforderungen erwarten dich. Okay. Buff. Okay, wir sind da. Wir machen erstmal Pause. Wir müssen erstmal alles freigeben, ne? Was haben wir denn hier? Und Esel haben wir. Was ist das? Bauteile. Silber. Was ist das? Stahlschrott. Okay, der liegt hier aber schon rum. Gold. Erlauben. Wir machen das erstmal hier alles erlauben. Kann ich auch ein Männchen machen? Ja, und das erlauben wir erstmal alles. Hier ist noch Holz. Das ist auch cool. Das erlauben wir auch sofort. Eigentlich müsste ich die Karte komplett erlauben, ne? Was sind das hier für Viecher? Hamster, Meerschweinchen. Okay, Essen haben wir auch. Jetzt wäre nur die Frage, wo können wir uns am besten verteidigen? Hier wäre nicht schlecht, ne? Gibt es noch was Besseres? Nee, tatsächlich glaube ich, ist es hier am besten. Hier haben wir noch so einen Truthahn. Hier ist der Fluss, da weiß ich aber nicht, ob ich da rüberkomme. Deshalb wäre natürlich auch etwas näher, ne? Wir sind da. Ah, warte mal, hier geht doch auch. Hier ist doch auch cool. Da können wir zumachen, hier können wir zumachen und da können wir zumachen. Ich glaube, wir gehen hier hin. Ja, das machen wir so. So, Architektur, Zone. Wo ist denn die Heimatzone? Heimatzone ist von da nach da. Ah, warte mal, das ist nicht schlecht. Das machen wir. Das ist die Heimatzone. Kann ich jetzt hier einfach dran bauen? Warte mal, das machen wir so. So. Und das ist auch noch die Heimatzone. Wir können hier noch ein bisschen mehr Heimatzone machen. Mach mal so. Und das ist noch Heimatzone. Und das muss ja auch noch Heimatzone erstmal sein, ne? Und dann machen wir hier auch noch Heimatzone hin. Und dann schauen wir erstmal weiter. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Heimatzone nach hier wegen dem Fluss, oder? Machen wir mal so. Okay, Heimatzone haben wir, oder? Ja. So, Bishop, jetzt. Was machen wir jetzt mit Bishop erstmal? Wo ist die beste Stelle, dass ich mir erstmal was... Ah, hier ist eine Mauer, das ist ja gar kein... Da ist was drin da vielleicht. Okay, das heißt aber, wir machen erstmal hier was hin. Lass mal laufen. Und Möbel, Bett. Was bewegt sich da? Der Esel, okay. Bett machen wir erstmal hier einfach irgendwo hin. Bau du mal ein Bett. Was macht Bishop? Putzen oder was macht der? Holz, er holt Holz. Gut, er baut schon mal das Bett, das ist schon mal gut. So, Architektur. Böden brauchen wir nicht, wir brauchen erstmal Strukturen und zwar Wände. Erstmal hier zumachen.
Vielleicht hier besser erst zu machen, oder? Geht ja schon gut los, ne? Antike Gefahr. Als Bilbo sich in der antiken Wand nähert, überkommt ihm eine unheile Vorahnung. Es ist sich nicht sicher, warum, aber er spürt, dass in dieser verstaubten Ruine eine große Gefahr lauern könnte. Zum Ort springen. Ja, aber ich will sie ja noch nicht aufmachen, ne? Aus was sind das jetzt gebaut? Wand aus Holz, okay. Pflanzen ernten. Kann man das auch ernten? Pflanze ernten, Pflanze ernten. Ist schon. Gut, das bedeutet, wir machen noch eine Struktur. So, die war ja schon offen. Wir bauen jetzt hier irgendwo eine Tür erstmal hin. Wand aus Holz bauen wir da. Und hier bauen wir jetzt eine Tür hin. Warte, dann müssen wir nochmal noch eine Wand mehr bauen. So, der baut schon mal ganz schön schnell. Das ist schon mal gut. So, dann brauchen wir ein Lager. Was ist das hier eigentlich? Ist das was? Ne, ist nichts, ne? Aber wartet, wo habe ich drauf? Dornenstrauch. Eiche. Holzhacken. Holzhacken. Bett ist schon mal frei. Das ist schon mal gut. Das können wir ihnen aber zuweisen. Ach, das nimmt er schon selber wahrscheinlich, oder? Ja, geht irgendwie jetzt gerade nicht so. Besitzer wählen. Okay, Bischof zuweisen. Jetzt hat Bischof sein Bett auch. So. Da sind wir jetzt erstmal so weit, dass der schon mal was baut. Jetzt brauchen wir ein Lager. Zone. Lagerzone. Kommt erstmal hier so hin. Ah, da ist Lager. Ne, verrottetes will ich da erstmal nicht rein. Erlaubt frisches. Nahrung, ja. Bauwerke. Da lass es mal alles drin, bis auf erlaubt verrottetes. Und da brauchen wir ewig für den Baum zu fällen, ne? So, jetzt müssen wir irgendwie noch eine Hütte bauen dann. Wand aus Stahl, aus Silber, aus Gold. Wand aus Holz muss es erst sein. So erstmal. Tür aus Holz. Da muss ich noch ein Dach haben, ne? Eine Brücke, okay. Und die Wand hier glätten. Ne, das machen wir erstmal nicht. Böden wollen wir nicht haben. Struktur nochmal. Ne, Befehle. Gestein abbauen. So. Gucken wir, wie das geht, oder? Bischof hat schon mal zweimal Holz geschafft. Und baut jetzt erstmal die Wand aus Stahl. Aus Holz. So. Ja, Oberfläche glätten. Kann er da dann machen, ne? Da, der macht jetzt den Holzbock da weg. Ist das nicht? Jetzt ist es doch erlaubt, oder? Was ist das? Impulsgewehr. Das muss man auch erlauben. Warum hat er nicht das automatisch? Erstmal, nimm mal erstmal das Pulsgewehr. Hier ist schon mal alles zu, ne? Ja.
Also wir sind schon mal ein klein bisschen safe. Hier weiß ich nicht, was da dran ist. Das wird aber irgendwann erst sein. Jetzt ist er, glaube ich, oder? Das ist auch gut erstmal. Oh. Irgendwo heult schon jemand. Das ist wiederum schlecht. Hier Stahl. Den Stahl erlauben wir mal, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr in der Homezone, ne? Zonen, 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 Zonen. Und dann kommt das noch in die Homezone. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen Wand bauen. Struktur. Wand. Dazu machen. Und dazu machen. So ein bisschen, ne? Wo ist er? Was macht er? Vielleicht würdest du aber noch was bauen. Das wäre ja ganz cool, ne? Können wir das so machen? Auch dreimal Holz. Also erstmal den Baum da wegkloppen, dann geht das vielleicht. So, und dann müsste er das alles mal reinholen, ne? Überlebensrationen. Ist natürlich hier gefährlich, man, da ist auch noch, glaube ich, Wand, ne? Weiß nicht, wie groß das ist. Müssen wir schauen. So, das haben wir hier alles nicht erlaubt, ne? So, jetzt haben wir das erlaubt. Das ist Stahl, das müssen wir auf jeden Fall haben. Ja, er baut erstmal den Baum ab. Ja, wir sind natürlich schon ein ganzes Stück weiter, haben schon was ein bisschen Basis geschaffen. Ich glaube sogar mehr wie letztes Mal schon. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie wir hier vorankommen. Für diese Folge soll es aber reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.